Boah, bist du dreckig. Also, in der ersten Runde wünsche ich mir so ein Cola-Gelee. Das ist auch mega einfach. Ich koche dir ein Gelee. Oh, sowas bin ich noch nie begegnet. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich anfangen soll. Um anzufangen, brauche ich Cola. Jetzt erstmal öffnen. Oh, ich hab's fast geschafft. Ich bin jetzt zwar nass, aber zumindest war das lecker. Danke, Oma. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ich wollte die Cola fast austrinken. Und jetzt kommt ein Cola-Rülpser. Oh, schon mal was von Tischmanieren gehört? Jetzt kommen ein paar Nerds-Bonbons in die Flasche. Und darüber ein bisschen Mais-Sirup. Dank ihm wird meine Cola sich in ein Gelee verwandeln. Ich glaube, das reicht. Oh, jetzt sei doch endlich vorsichtig. Jetzt nur noch den Deckel abschließen und ein bisschen aufschlagen. Oh nein, dieser Sirup war viel zu klebrig. Ich krieg die Flasche nicht mehr ab. Nun komm schon. Mach, dass du abkommst. Puh, es hat geklappt. Mein Gelee ist fast fertig. Ich muss es nur noch ein bisschen abkühlen lassen. Schaut mal. Tada! Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Das beste Gelee ist einfacher Honig. Den lege ich ins Eis und fertig bin ich. Oh, was für ein Haufen Blödsinn. Ich zeig euch, wie man echtes Gelee macht. Zuerst muss man die Cola in einen Topf gießen. Da kommen noch ein paar Cola-Gummibärchen hinzu. Die werden schmelzen und mein zukünftiges Meisterwerk noch köstlicher machen. Und die letzte Zutat ist eine geheime Zutat. Diese Mischung müssen wir schön kochen lassen. Und wenn das Gelee fertig ist, müssen wir es durch einen Trichter in die Flasche füllen. Oh ja, diese Mischung hat die perfekte Farbe. Noch ein letzter Schliff. Am besten benutze ich zum Abkühlen flüssigen Stickstoff. Aber seid bitte vorsichtig, dieses Ding hat's in sich. Oh, wie cool! Na, Vicky, es wird Zeit, den Gewinner des heutigen Abends zu wählen. Oh, das riecht ja toll. Ich probiere mit dem Gelee von meiner Oma. Das sieht nach ganz normalem Honig aus. Und was hat mir der Chefkoch vorbereitet? Oh, das glänzt ja toll. Gefällt mir. Und was hat Jill gemacht? Wow, da sind sogar ein paar Bonbons drin. Richtig lecker. Jill hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Mich kann hier niemand schlagen. Hör auf, den Zucker zu essen. Diesmal wünsche ich mir ein paar Waffeln. Das kann ich schaffen. Wie kocht man die? Waffeln sind meine Spezialität. Ich weiß besser als alle anderen, wie man sie zubereitet. Ich brauche Mehl, ein paar Eier, jetzt ein bisschen Butter und natürlich etwas Milch und Zucker. Die Milch schmeckt übrigens fabelhaft. So, jetzt muss ich alles schön umrühren. So ein Tempo findest du beeindruckend, nicht wahr, Chefkoch? Ach, mein Mixer schafft das viel, viel schneller als du. Oh, ich muss doch ein bisschen Gas geben. Jill, tut mir leid, ich brauche gleich zwei Schneebesen. Ich bin mir sicher, du wirst nicht schneller sein als meine Maschine. Ach ja, übrigens, ich bin bereits fertig. Ich habe mir gedacht, ich mache meine Waffeln schön bunt. Dafür gebe ich den Teig in verschiedene Schüsseln und tropfe in jede Schüssel ein bisschen Lebensmittelfarbe rein. Sieht schön aus, nicht wahr? Aus diesem bunten Teig mache ich jetzt ein paar bunte Waffeln. Sieht toll aus, aber ich glaube, dass meine Waffeln besser sein werden. Die schmecken so lecker.
Die will ich selber aufessen. Da kriege ich nicht genug davon. So, mein Teig ist fertig. Oh, du bist immer noch am Teig? Ich bitte dich. Schau mal, meine erste Waffel ist bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch schön servieren. Dafür benutze ich einen schwarzen Teller und etwas Schlagsahne. Und schon sieht's so aus, als hätte ich einen Regenbogen in den Wolken. Okay. Wie wär's denn noch mit ein paar bunten Streuseln? Oh, was hat die sich schon wieder überlegt? Ich kann dir eines sagen, nichts wird besser schmecken als die Waffeln von der guten alten Oma. Die werde ich nämlich mit leckerem Eis dekorieren. Ein paar Beeren. Und frischem Ahornsirup. Jill, wo sind deine Waffeln? Immer mit der Ruhe. Ich habe alles unter Kontrolle. Die Waffeln kommen gleich, oder doch nicht? Menno, ich habe ein bisschen zu wenig Teig gemacht. Aber das macht doch nichts. Ich habe noch einen Plan B. Seit wann habe ich ein Kanickel in meinem Rucksack? Wie auch immer. Ich brauche jetzt erstmal diese Fertignudeln. Die muss ich aufweichen lassen. Und dann auf meinem Waffeleisen backen. Schaut mal, fertig ist meine Waffel. Also, das ist doch ungeheuerlich. Was sagt Vicky dazu? Was ist das denn? Sieht ganz schön eklig aus. Aber ich probiere trotzdem mal was. Vielleicht schmeckt's ja. Das sind doch Nudeln. Pfui, ich habe mir was anderes gewünscht. Oh, meine Oma hat meine Lieblingswaffeln gemacht. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Dankeschön, Oma. Und meine Lieblingshimbeeren, super. Ui, die Chefköchin Annie hat sich aber auch Mühe gegeben. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schmeckt auch noch lecker. Awesome. Wisst ihr was? Das ist voll die harte Wahl, aber ich glaube, die Oma hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Und was machen wir dieses Mal? Ich wünsche mir einen Donut. Könnt ihr das schaffen? Im Handumdrehen. Oh, ich kann das natürlich auch schaffen. Das wären die besten Donuts überhaupt. Haben wir bereits angefangen? Ach, tut mir leid. Ich liebe einfach diese Nutella. Und wisst ihr was? Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich zerkrümle einfach eine Packung Oreos. Wunderbar. Und jetzt kippe ich diese Krümel zusammen mit Nutella in eine Schüssel. Vermische alles. Und den Teig kann ich jetzt probieren. Schmeckt super. Den Rest kippe ich in meine Donutmaschine. Ich meine, was könnte einfacher sein? Na, wo ist denn das, was ich brauche? Ach ja, tatsächlich. Dankeschön. Den Teig kippe ich in die Formen. Ach, du bist so langsam, Oma. Ich bin bereits fertig. Meine Donuts schneide ich jetzt in zwei Hälften und mache eine wunderbare Füllung aus Erdbeersirup. Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf kommt noch ein bisschen flüssige Marshmallow-Mischung. Die lege ich natürlich in eine Spritztüte. Schaut euch dieses wunderbare Meisterwerk an. Na, wenn das nicht appetitlich ist. Okay. Obendrauf kommen noch ein paar bunte Streusel. So mag ich meine Donuts. Ihr könnt mich jetzt einfach nur beneiden. Na, von wegen. Meine Donuts sind auch fast fertig. Ich werde sie mit ein bisschen Puderzucker bestreuen. Ups, das war die falsche Richtung. So, jetzt sieht alles so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich will mir was von diesen Donuts nehmen. Finger weg, die gehören nicht dir. Ach, übrigens, meine Donuts sind auch schon fertig. What?
jetzt sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger, Kind. Was für ein süßer Donut. Den tunke ich jetzt noch in meine Nutella. So, meine Schokodonuts mit Nutella sind fertig. Wow, so viele verschiedene Donuts. Ich will sie alle probieren. Wie lecker. Ich liebe es einfach. Als nächstes probiere ich die Donuts von meiner Oma. Lecker. Naja, Oma, ich habe wirklich was Besseres erwartet. Jill, ich hoffe, deine Donuts schmecken auch lecker. So schokoladig. Hat mir gefallen. Aber die besten Donuts hat die Chefköchin gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da war ich mir doch sicher, dass ich gewinnen würde. Halloween Challenge. Ich sehe, alle sind bereit. Also können wir herausfinden, was sich die Kleine wünscht. Kleine Brittany, na los, zeig uns, was du gemalt hast. Ich wünsche mir einen Burger. Könnt ihr das machen? Ah, das ist doch ganz einfach. Hey, lass deine Reißzähne nicht an mir aus, Vampir. Na, hast du versucht, mich zu verspotten, dummer Zombie? Fürchte dich. Ich nehme das rote Brötchen. Das schwarze sieht viel besser aus. Ich werde gleich was finden. Ich brauche die Bananenschale nicht. Mach das nie wieder, blödes Zombie. Da ist ja noch was drin. Eine Menge Knoblauch. Vampir, brauchst du das? Nimm das sofort weg! Wie du meinst. Wo ist mein Brötchen? Da ist es ja. Richtig schön verfault. Genau das, was ich brauche. Schau mal, Wednesday. Vampir, gefällt's dir? Oh, ich hab doch gar keine Ahnung. Ich brauch Gemüse. Das muss ich klein hacken. Irgendwie kann ich das nicht so gut wie früher, bevor ich gestorben bin. Oh, Vampir, das wollte ich nicht. Wednesday, bitte sei nicht so gemein. Also, mein Gemüse kommt aufs Brötchen. Ich brauche auch Salat. Dieser Salat ist perfekt. What? Zombie Boo! Du bist so ein Feigling. Also, ich brauche meine Salatblätter, darüber kommen Tomaten und natürlich frisches Hackfleisch. Das muss ich nur in die richtige Form bringen. Und außerdem braucht mein Burger ein paar Käsereißzähne. Oh, hallo Charles, gib mir mal deine Augen. Vielen lieben Dank, Kumpel. Diese Augen passen perfekt zu meinem Burger. Und jetzt brauche ich was Scharfes. Schaut mal, das sieht aus wie kleine Hörnchen. Voll cool. Ich zeig's euch, was ein richtiger Burger ist. Ich nehme mir ein Brett, darauf lege ich meine Bulette und lade es auf 1000 Volt auf. Vergesst nicht die Schutzbrille. Oh ja, so ist gut. Das ist die perfekte Hitze, um meinen Burger zu braten. Fertig. Jetzt kommt der Burger auf mein Brötchen. Ah, bist du dir sicher? Voll cool. Voll cool? Und wenn ich dir das zurückgebe? Ach komm schon. Schon wieder bist du gemein. Und außerdem spüre ich meine Hand nicht. Oh nee. Die ist abgefallen. Aber andererseits sieht das ganz schön cool aus. Ich leg einfach das Brötchen drüber. Und jetzt wird's Zeit für meine Geheimrezeptur. Ich meine natürlich diese schöne grüne Soße. Oh, das sieht ja richtig ekelhaft aus. Ich benutze einfach guten alten Ketchup. Ich bin mir sicher, das wird Brittany mehr gefallen. Ah, tatsächlich, hier fehlen noch ein paar kleine schwarze Chips. Hier fehlen noch ein paar Augen. Und meine kleine Burgerspinne ist fertig. Brittany, probier was davon. Ist das das, was ich denke? Ach du meine Güte, das ist ja ein abgehackte Hand. Gefällt sie dir nicht? Okay, die kann ich nochmal benutzen. Dieser Burger sieht viel cooler aus. Ich muss ihn sofort probieren. Der schmeckt ja komisch.
Ist das etwa eine rohe Frikadelle? Boah, wie ekelhaft! Ich hoffe, dass Wednesday mir was Besseres gemacht hat. Erstmal probiere ich diese Spinnenbeinchen. Schmeckt ganz schön lecker. Und der Burger selbst? Richtig toll. Und Wednesday hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Oh, wie sehen denn meine Haare aus? Ich muss sie sofort wieder in Ordnung bringen. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Diesmal wünsche ich mir einen Kuchen. Was? Einen Kuchen? Oh, ich hab verloren. Mach ich. Oh, frisches Blut. Kann ich machen. Okay. Alles klar. Ups, mein Kopf. Ah, solange die anderen noch nicht angefangen haben, mache ich den perfekten Kuchenteig. Dafür brauche ich ein paar frische Eier. Eiskaltes Händchen. Wie oft soll ich dir sagen, du sollst meine Instrumente nicht anfassen? Komm, hilf mir doch irgendwie. Ach, okay, jetzt sei doch nicht so. Hier hast du ein kleines Trampolin. Wenn du unbedingt willst, kannst du drauf springen. Oh, bist du süß? Also, ich meine schrecklich. Also, jetzt brauche ich Mehl. Eiskaltes Händchen. Ich habe gesagt, du sollst mir helfen. Hey, was soll das denn? Ich werde dich auffressen. Wednesday, was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Diesmal brauche ich Milch und schwarze Rosenblätter, um meinen Teig zu färben. Alles miteinander vermischen und in eine Form gießen. Und jetzt ausbacken. Einen Moment. Ich zeig euch gleich, wie man einen richtigen Vampirkuchen macht. Ich habe das richtige Rezept in diesem Vampirkochbuch von meiner geliebten Mama bekommen. Also, ich brauche Eier. Jetzt brauche ich Mehl. Übrigens, das passt gut zu meinem Make-up. Jetzt noch ein bisschen Milch. Und rote Lebensmittelfarbe. Alles gut verrühren. Oh, wow, das ist ja schnell. Fertig. Jetzt kommt der Teig in eine Form. Und die Form in den Backofen. Oh, Vampir-Kochbuch. Ist da vielleicht was für Zombies drin? Das ist alles so schwer. Zu schade, dass ich kein Gehirn mehr habe. Also, ich nehme mir einfach den Kuchen, gebe ein bisschen Salz und Zucker hinzu. Und diese Marshmallow-Creme. Hey, Zombie. Was ist denn mit dem Vampir los? Oh, du meine Güte. Ich habe keine Ahnung. Ah, du willst, dass wir sie fesseln? Kein Problem. Was habt ihr angerichtet? Lass mich sofort wieder frei. Au, es hat wehgetan. Ich werde noch euer Blut austrinken. Na, wie auch immer. Ich muss mich beruhigen. Mein Kuchen ist übrigens fertig. Da kommt jetzt Creme drauf und das Leckerste. Ich will was davon probieren. Hier, das hier. Ich hoffe, das schmeckt. Also zurück zu meiner Torte. Ich denke, Blut mit Erdbeergeschmack wird perfekt passen. Wir machen ein Loch. Wie lecker. Und jetzt kommt dieses Blut auf meinen Kuchen. Oh, das sieht so gut aus. Jetzt fehlt hier nur noch ein bisschen Deko. Und fertig sind wir. Oh, du hast auch gar keine Ahnung von Kuchen. Schwarze Kuchen, das sieht appetitlich aus. Jetzt brauche ich noch weiße Creme. Einen Spachtel, mit dem wir alles glatt streichen. Und jetzt brauche ich ein paar Knochen aus meiner Handtasche. Die riechen fantastisch. Den unteren Kuchen verziehe ich mit Knochen, den mittleren mit Spinnen und den oberen verwandle ich in ein Bettmonster. Perfekt, oder? Wo ist denn ein Knochen hin?
Zombie, wie konntest du nur? Gib mir sofort den Knochen wieder zurück. Oh, wie ekelhaft. Ups. Wo soll ich denn den Knochen jetzt reinstecken? Na, wie auch immer, wird doch eh niemand bemerken. Wir sind fertig, oder? Zombie, bist du etwa noch nicht fertig geworden? Einen Moment. Auf den Teller packen und noch ein bisschen Creme drüber schmieren. Und oben drüber kommt noch Erdbeersirup. Boah, sieht toll aus. Wie ekelhaft. Oh, wow, Tortenzeit. Das ist mein Gehirn, das sieht voll gruselig aus. Aber ich will trotzdem was probieren. Ich hoffe, dass das wenigstens schmeckt. Und dass ich mich nicht in einen Zombie verwandle. Hey, you! Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir machen weiter. Wieso ist dieser Knochen angesabbert? Ich muss gleich kotzen. Ich probiere lieber diese Fledermaustorte hier. Oh, wow, die sieht ja toll aus. Und die schmeckt richtig lecker. Lecker, Schmecker, das ist definitiv der Gewinner. Oh ja, hab ich's doch gewusst. Ah, Sonnenschein. Ich frag mich, was sich diesmal die kleine Britney wünscht. Ich wünsch mir einen Milkshake. Das ist ein Kinderspiel. Ich muss mir was überlegen. Ich kann nicht denken, deshalb fange ich einfach an. Das ist meine Milch. Finger weg. Also, ich habe ein Rezept für einen furchtbar leckeren Milkshake. Erstmal kommt Milch in den Mixer. Dann brauche ich Schokoladeneis. Und ein paar Kohltabletten. Die geben mir die richtige Farbe. Aber die muss ich zuerst zerkleinern. Dann das Pulver in meinen Milkshake geben. Jetzt wird es Zeit, alles schön zu vermixen. Oh, wow. Mach, dass du wegkommst. Mein Milkshake gebe ich jetzt in dieses wunderschöne Glas hier. Und verziere es mit Schlagsahne. Jetzt kommt da noch ein Strohhalm rein. Und ein Lakritzband. Passt perfekt. Ein bisschen Erdbeersirup, um den Geschmack zu verstärken. Geschafft. Ein Hoch auf mich und auf meine geniale Handwerkskunst. Oh, mein Cocktail wird sicher besser sein. Ich füge etwas Schokoladensirup hinzu und tauche mein Lieblingsglas darin ein. Schau doch nur, der Sirup tropft herunter wie Blut. Von den Lippenwinkeln nach meinem Essen. Jetzt geht's an den Smoothie. Chilischoten und Tomaten. Alles schön pürieren. Jetzt in mein Glas gießen und mit Schlagsahne verzieren. Diese schwarze Streusel passen perfekt. Und meine Gelee-Fledermaus ist so süß, dass ich sie auch noch anbringe. Strohhalm nicht vergessen. Das ist der perfekte Vampir-Cocktail. Zombie, hast du noch nicht angefangen? Wie geht denn dieses Ding überhaupt auf? Okay, schaff ich auch so. Also, ich brauche diese Sprite-Flaschen. Ich habe sie geöffnet. Jetzt kippe ich alles in mein Glas. Jetzt brauche ich ein bisschen grünes Pistazio-Eis. Blub. Ich kann mein Glas auch mit Sirup verzieren. Lecker Schmecker, kleine Gehirne. Auch wenn die normalen Gehirne leckerer sind. Ach ja, ein paar Gummiwürmchen. Die werden hier auch gut passen. Na, wenn alle bereit sind, dann wird es Zeit, dass die kleine Britney was probiert. Wow, diese Cocktails sehen so cool aus. Ich fange mit dem hier an. Wie lecker. Richtig toll. Oh, dieser Cocktail macht mir Angst. Oh, das schmeckt ganz so gar nicht.
Wie konnte ich das nur runterschlucken? Nein, der Geschmack ist fürchterlich. Wow, was für ein tolles Vampirglas. Oh, das ist so schwer, kann ich kaum hochheben. Der Geschmack ist aber fürchterlich. Zombie, du gewinnst. Oh, sie hat mich ausgewählt. Ja, wie cool.